Da sind wir wieder. Bayern München gegen Hertha BSC Berlin. Das klingt doch schon richtig nach Bundesliga. Auch wenn die Bayern ergebnistechnisch noch nicht so überzeugen konnten. Gestern Niederlage gegen den Hamburger Sportverein mit 1:2. Dann ein 2:2 gegen Borussia Mönchengladbach und 1:1 gegen Wolfsburg. Abschlussversuch hier der Münchner Schiedsrichter Daniel Oepping. 30 Jahre vom SV Schnathorst. Hier an der Pfeife. Gerettet hier vom Keeper Jasper Köhn für die Hertha. Ja, Foulspiel hier von Brandon Happy Monte. Hertha viel in Bewegung. Rotationsspiel, was wir gestern wenig gesehen haben. Klasse rübergelegt jetzt. Aber dann gut pariert von Liam Barakat im Tor der Bayern. Immer wieder gute Angebote, gutes Positionsspiel der Berliner. Jetzt schon wie ein strukturierter Aufbau. Das haben wir gestern nicht immer gesehen in den Partien. Verspricht ein gutes Spiel zu werden. Freuen wir uns drauf. Abschlussversuch, kein Foulspiel. So, jetzt können wir nochmal schauen. Da wieder das Angebot. Ist einer zugestellt, kommt von vorne jemand entgegen. Suchen dann immer wieder Anspielstationen zu schaffen. Da wieder, ist dann schwer zu verteidigen. Fehlt noch so ein bisschen der Zug zum Tor. Jetzt aber den Abpraller. Schade, gut genommen. Mladen Kutinovic mit dem Abschluss. So, er ist schon wach. Hat wahrscheinlich durchgemacht. Ja. Eine Maus schläft wenig. Eckball. Schussversuch da aus spitzem Winkel. Gut zurückgelegt, gut geblockt, sehr, sehr aufmerksam. Tim Schliemann hat das verteidigt. 15er Kapitän bei Hertha BSC Berlin. Unten jetzt im Bild zu sehen, Schliemann. Oh, klasse da, behauptet. Wunderbare Technik jetzt zurückgelegt. Distanz geschaffen zum Keeper, um dem es ein bisschen einfacher zu machen, wenn er die Kugel bekommt. Richtig gut gelöst hier von Mika Gabelmann, dem Berliner.
Oh, da war der Schiedsrichter am Weg. Sonst ein gutes Spiel über die Bande werden können. Ja, da macht einen sehr wachen Eindruck. Hier wunderbare Finte. Dann umgezogen. Wieder durch Mika Gabelmann. Der hier ein auffälliges Spielchen macht. Gegen die Bayern und jetzt fast trifft. Gabelmann also einer der gefährlichsten. Berliner Wechsel jetzt. 4 Sekunden laufen. Auch die Bayern wechseln. Das war just in time. Anschlusspfiff. Hertha BSC ja auch in der Regionalliga aktiv. Dort Tabellenvierter. 28 Punkte in 15 Spielen gesammelt. Mitte November traf man auf Leipzig, die auch hier im Turnier vertreten sind. Gewann das Spiel mit 3:2 und ist jetzt so auf einen Punkt rangerückt an die Leipziger, die Tabellendritter sind. Vorne ziehen die Kreise Karl Zeiss Jena und der Hallische FC mit 8 bzw. 6 Punkten Vorsprung auf die Berliner. Allerdings muss man hier dazu sagen, dass es sich hier um U17-Teams handelt. Die Berliner in dieser Liga mit der U16. So, jetzt mal die Möglichkeit für die Bayern nach einem Ballgewinn. Aber der Abschluss von Jus Aitamer nicht gefährlich. Das war ein Foulspiel. Ja, wollte noch an den Ball kommen. Nichts Dramatisches, aber natürlich Freistoß für die Bayern. So, jetzt mal die Möglichkeit, aber Ball zu mittig. Und dass Jasper Köhn erneut parieren kann, das reicht nicht für einen Freistoßpfiff. Abschluss. Es gab gestern kein 0:0. Das soll heute so bleiben. Mit 3 Minuten haben wir auch noch ordentlich Zeit. Wir haben auch nicht gearbeitet wie so ein Kreisläufer. Beim Handball. Oh, sie haben was vor. Abstand wird noch geregelt. Ob die 24 da? Wird jetzt zurückgeschickt. Wunderbar, passt alles. Anton Sirem. Das war klasse gemacht und dann der Abschluss. Ich glaube, der hätte fast schon aufs Tor abschließen können. Schönes Kabinettstückchen. So, Kontermöglichkeit für die Berliner mit 3 Spielern gegen 2. Ball in die Mitte. Klasse rumgedreht. Klasse Tor. Anton Sirem. Wunderschöner Treffer. So, Achtung, mitgenommen. Ein Traum. Überragend eingefangen. Danke ans Team hier von Kamera OWL. Wunderschöner Treffer. Da haben wir doch das erste Tor der Partie. Und gestern war es oft so, ist ein Tor gefallen, dann brechen die Dämme und dann
kam nochmal Dynamik rein und Torgefahr. Nächste Möglichkeit aus der Drehung. Aber zu ungefährlich. Wäre die 9-Punkte-Vorrunde für die Berliner, wenn sie gewinnen. Und es sieht jetzt gut aus, weil Kapitän Tim Schliemann erhöht auf 2:0. Und Liam Barakat den Ball nicht festhalten. Hier sehen wir es. Abschluss. Selber eingeleitet mit seinem Querpass. Schliemann. Also, die Hertha 2-1 gegen Gladbach, 4-2 gegen Hannover. Gestern 1-2 gegen Mainz verloren und jetzt ganz nah dran an einem Erfolg. Das würde auch bedeuten, dass die Mühlenkreisauswahl die Vorrunde jetzt schon vor Bayern München abschließt. Jetzt geht es in die heiße Phase. Die letzte Spielminute der Begegnung wird Ihnen präsentiert von Packkonzept. Kartonagen aus Lübecke. Also, letzte Minute läuft und das 3:0 mit ganz feinem Füßchen. Mika Gabelmann belohnt sich hier für ein tolles Spiel. Hier sehen wir es nochmal ganz genau gezielt. Ja, da ärgert sich Barakat im Tor der Bayern. Jetzt so ein bisschen auseinanderzufallen drohen. Überzahlmöglichkeit, den hat Barakat. Gleich dann ja der Auftritt der Mühlenkreisauswahl. Wie gesagt, die jetzt schon die Vorrunde vor dem FC Bayern abschließen. Das ist auch schon mal ein Achtungserfolg. Das ist auch schon mal ein Grund, die Tabelle sich eingerahmt übers Bett zu hängen. Wir sind sehr gespannt, wie sie sich gleich gegen Frankfurt präsentieren. 6 Sekunden noch auf der Uhr. Es wird der Erfolg für Berlin. Glückwunsch an die Hauptstädter. Wir gehen in den kurzen Werbeblock und sind dann zurück mit Frankfurt gegen die Mühlis. Bis gleich.